Ich habe in meinem Leben vieles getan, was andere bereuen würden. Ich bereue nichts. Staffelfinale. Was mit Clarissa begann, endet mit Tanja. Enttäuscht haben mich immer nur die anderen. Vor allem eine. Clarissa hatte kein Recht, mir meine Firma zu nehmen und mit Verhofen neu anzufangen. Grandios. Aber das Problem gibt's ja zum Glück nicht mehr. Diese Natter. Sie ist zurück. Musste nur noch warten, dass Ansgar die Drecksarbeit übernimmt. The bitch is back, wie man im US-TV lobend sagt. Und das kann er gut. Köstlich. Oh Tanja, wie habe ich dich vermisst. Ob die Familie Robert nach all seinen Schandtaten vermissen wird? Will die liebe Familie sie wieder loswerden? Ich werde verhaftet. Ich werde ihnen die Prokura erteilen. Ansgar ist endlich am Ziel. Aber... Gemeinsam mit Alexander. Sie werden sich kontrollieren. Ja, Kontrolle ist bei diesem Mann besser. Safety first. Ich habe euer Skandalpotenzial ein bisschen unterschätzt. Was uns nicht tötet, macht uns zu Verhofens. Naja, die Lahnsteins waren auch nie ohne. Misstrauisch? Ich habe wirklich viel von Ihnen gehört, Frau von Lahnstein. Vertrauenswürdig war nicht dabei. Oh, Clarissas Handlanger ist zurück. Mir tat's leid um die Frau. Jetzt sagen Sie mir nicht, Sie haben Clarissa gern gehabt. Als ich den Schlauch vom Helikopter durchschneiden musste. Ach, er ist Tanjas Handlanger. Okay. Wir müssen alle Opfer bringen. Ich hätte Clarissa wirklich gerne im Sarg gesehen. War mir auch nicht vergönnt. Wow, für solche Sprüche lieben wir sie, oder? Mich wundert's nicht, dass Papa die Mädels ausgenutzt hat, wenn einer seine eigene Frau fast abfackeln lässt. Ja, Firma und Familie sind jetzt aus Roberts Reichweite. Die Social-Media-Bombe wird sicher eine immense Reichweite haben. Oh, das Ende einer Dynastie. So hieß übrigens die letzte Folge vom Denver-Clan. Ich hab doch selbst überhaupt keinen Plan mehr von meinem Leben. Und überhaupt, als ich sie kennengelernt habe, wusste ich überhaupt nicht, dass meine Schwester ist. Ob es da auch noch Ärger mit dem Gesetz gibt? Deutschland und hier ist Inzest, soweit ich weiß, strafbar. Vor Jahren waren Olli und ich auch noch strafbar. Zeiten ändern sich. Homosexualität und Inzest ist nicht das Gleiche, Paul. Da feiert man gerade die Erfolge der Kollektion und den Triumph über Robert und dann das. Die Beziehung mit Josephine würde eurem Namen und dem Image der Firma erheblich schaden. Ja, die einzige Lösung scheint jetzt ein Dementi. Du wirst der Nachfolger von deinem Vater. Du musst dementieren. Ach, verdammt. Anfangs haben die beiden mich ja nicht interessiert, kalt gelassen, die ganze Geschichte. Aber erst nach 10 Folgen fiebert man ja doch schon mit ihnen und jetzt tun sie mir echt leid in ihrer verzwickten Situation. Meine Familie will ein öffentliches Dementi. Bekommen sie ein Happy End? Ich will mit dir zusammen sein. Das will ich auch. Jetzt aber erstmal die Pressekonferenz. Das Foto ist eine Fälschung. Wir sind, wie wir vor kurzem erst selbst erfahren haben, Geschwister. Aber er kommt nochmal zurück zum Rednerpult. Ich ahne was. Ich wollte meiner Familie einen Gefallen tun. Aber die Wahrheit, ich liebe Josephine Reinhardt. Ansgar nutzt derweil gewohnt das Machtvakuum. Nehmen Sie doch bitte meine Sachen ins Chefbüro. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ihr Büro sein wird. Das wird es. Glauben Sie mir. War's das? Fürs Erste. Fürs Erste. Die Presse lauert schon. Was geht's zu? Das Ganze erinnert schon an Lady Di und ihren letzten Tag. Shit, hätten sie mal sein Auto genommen, das wäre wohl sicherer gewesen, aber der Produktion sicher zu teuer hätte man das Auto geschrottet. Die Mädels haben überlebt. Aber geht's gut? Sie hat nur einen Arm gebrochen. Ich weiß zu viel. Nein. Aber was ist mit Alexander? Bislang haben wir noch keine genaueren Informationen über seinen Gesundheitszustand. Soweit stabil, sagen die Ärzte lediglich. Wird alles wieder gut? Sie wissen es auch nicht. Und jetzt ein touching Moment. Und jetzt noch einer. Lass mich nicht los. Ich lass dich nicht los. Du willst nie wieder. Und jetzt eine kämpfende Löwenmutter, die ihren Sohn verteidigt.
wurde von Ihnen gejagt, weil er sich für Josephine und die Liebe entschieden hat. Alles sehr spannend, aber ich muss anmerken, Tanja wird schon sehr sparsam eingesetzt. Jetzt aber erstmal wieder zurück zum Zwillingsdrama. Ich kann ihn nicht mehr spüren. Schon sehr Prinzessin Diana-mäßig, wenn sie ihn jetzt auch noch sterben lassen. Tanja ist zumindest dem Tod oft entkommen. Gänsehaut und sie hat noch nicht mal was gesagt. Hast du wirklich geglaubt, ich lasse dich hier allein? Ach, Tanja, dafür kennen wir uns doch zu gut. Oh, wie geil, das Treffen der beiden Kultfiguren. Dann lass uns anfangen. I love it. Jetzt muss es bitte weitergehen. Jährlich so 10 bis 15 Folgen als Staffel, das wäre echt genial. Mit mehr Tanja, mit Ansgar und I love it.